So, ich melde mich nochmal zurück. Wir sind bei der späten Ausgabe von Wie benutze ich den Müller mal richtig? Wir werfen jetzt was in den gelben Sack. Das ist für Verpackungen, Plastik, ja. So, hier mal ein typisches Plastikstück. Das ist eine Packung von Soft und Sicher, von Tempus. Und ich werde euch zeigen, wie man das richtig in den gelben Sack wirft, ja. Also, wir müssen auch das Altpapier nehmen. Hier der gelbe Sack. Wir machen den Deckel auf und schmeißen es einfach rein. Wenn der gelbe Sack doch voll ist und er sieht schon ziemlich voll aus, werden wir ihn praktisch zusammenknoten und wir werden dann ihn an die Straße stellen, wenn die Zeit ist, den Sack abzuholen. Natürlich ist es klar, dass eure Eltern das machen würden, dann das praktisch den gelben Sack vortragen. Natürlich ist es klar, ich zeige euch ein Video, wie man Sachen richtig in den Müll wirft, ja. Für die Aslaks da draußen. Und was ich auch sagen muss, ist einfach, wenn ihr nicht wisst, wie es geht, ich kann zu euch nach Hause kommen und ich zeige euch, wie das geht. Wir können zusammen die Handbewegungen machen. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Jetzt haben wir erstmal hier ein Stück Papier. Das ist ein Stück Tempo. Ich habe damit kurz einen Tropfen aufgewischt. Und ja, deswegen ist es immer noch Papier und es kommt in den Papiermüll, liebe Leute. Ich werde natürlich also erstmal hier hintergehen. Erstmal aufsperren. Hier sind, man sieht es nicht mehr so genau, mein blaues Licht, also mein Licht geht nicht mehr so richtig hier. Altpapier. Das heißt, wir machen die blaue Tonne auf und schmeißen es einfach rein und ich bin wieder da. So, das wäre jetzt so das. Ich wieder zusperren. Nicht vergessen. Vielleicht habt ihr auch einen Sammelbehälter, wo ihr das Altpapier auch sammeln könnt, ja. Und im nächsten Part werde ich noch vielleicht zeigen, wie man Altglas wegwirft. Das ist eine Aufgabe, das können nur die Besten unter euch, das ist eine Masteraufgabe, ja. Das können nur erfahrene Müllwegwerfer, in Mülltonnen Wegwerfer, ja. Das muss ich noch zeigen, da kommt vielleicht unser Kumpel der Tobi noch mit, ich weiß es nicht genau. Ja, was kann man noch sagen? Ich schau mal kurz, ob ich was für den Restmüll für euch finde, damit ich auch zeige, wie man den Durchschnittsrestmüll so, benutzt. Einen kurzen Überblick. Einen Moment, ich war jetzt auf den Restmüll nicht vorbereitet. Ich will auch nichts Falsches da reinwerfen, ja. Ja, haben wir jetzt was typisches Restmüllmäßiges da. Falls ihr Fragen habt, natürlich könnt ihr mich fragen, Flo, wie schmeißt man das und das weg? Ich bräuchte Hilfe, könnt ihr mir eine Privatnachricht schicken. Ich bin deswegen nicht sauer und werde euch natürlich unterstützen, ja. Hier sehe ich jetzt soweit nichts. Wir suchen woanders, was wir in den Restmüll schmeißen können. Natürlich kann ich euch nochmal die Aschentonnen zeigen, was das ist, direkt reinwerfen. Egal, wir machen jetzt einfach mal so. Ja, wir machen jetzt einfach mal provisorisch, haben wir jetzt nichts. Wir tun so, als ob wir was wegwerfen würden. Und zwar, wir haben hier einen Durchschnittsmülleimer, der in jedem Haushalt recht üblich ist. Hier kann man den Fuß aufmachen, das heißt, man wirft den Restmüll hier rein, nimmt den Fuß wieder runter und fertig. Und natürlich, wenn der Beutel voll ist, benutzen wir den Beutel, bringen raus zur Aschentonne und dann nimmt die Müllabfuhr das wieder mit. Also, ihr Aslak da draußen, ich sollte euch aufklären haben, wie man den gelben Sack benutzt, die Papiertonne und den Restmüll. Könnt ihr euch merken, damit ihr auch in Zukunft wisst, wie man Sachen in den Müll wirft. Und ich habe natürlich im vorigen Teil, auch so im vorigen Video, euch auch gezeigt, wie man einen Mülleimer in der Öffentlichkeit benutzt. Ja, sehr wichtig. Und natürlich fehlt noch das Altglas jetzt. Ja, die Altkleidersammlung, die wird vielleicht auch irgendwann mal vorbeischauen und dann werde ich euch das da auch mal zeigen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Altglas wird noch kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich oder bis bald zum nächsten Teil.